Moin liebe Freunde, seid gegrüßt. Recht herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, heute gibt es kein Unboxing, heute gibt es noch was zum Thema Technik. Und zwar, liebe Freunde, habe ich für meinen Samsung S8, was ich ja vor einigen Monaten angeboxt habe und vorgestellt habe, mir eine Panzerglasfolie plus eine Handyhülle geholt. Mein Samsung S8 ist jetzt, glaube ich, soll das nicht lügen. Oh Gott, ich weiß es gar nicht so richtig. 2 Monate alt oder so. Ich hatte mir diese Hülle geholt und die war eigentlich richtig gut. Also hinten dieses ist aus dieses Käse ist richtig aus Hartplaste, hier ist es richtig aus Gummi bei dem neuen. Das ist richtig fest und dann war noch dieser Displayschutz dabei. Das ist aus Gummi. Das hat man einfach so zusammengesteckt. Und ihr habt es jetzt sicher schon gesehen, das Problem dabei ist, es hat sich trotzdem, also es war vorher hier nicht so eingerissen, es war richtig zu, hat sich trotzdem irgendwie Dreck am Display gesammelt. Also irgendwie ist trotzdem feiner Staub dazwischen gekommen, das hat mich immer genervt. Ich habe das wirklich vielleicht alle 2, 3 Tage immer aufgemacht und sauber machen müssen. Und ja, durch das vielleicht viele Abnehmen der Hülle wieder ist das hier an der Seite eingerissen. Und dadurch ist natürlich noch mehr feiner Staub und noch mehr Dreck auf dem Display gekommen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Dreck und wie viel feinen Staub man in der Hosentasche einstecken haben kann. Also ich musste dann wirklich jeden Tag die Hülle abmachen und ein Display putzen, bis es wirklich so komplett eingerissen war. Deswegen musste ich mir jetzt was Neues bestellen und deswegen habe ich mich jetzt für dieses Panzerglas entschieden. Plus diese Hülle, das beides gab es im Pack bei eBay, also diesmal nicht bei Amazon, sondern bei eBay. Ich habe aber, glaube ich, das ähnliche Produkt bei Amazon gefunden, glaube auch von derselben Firma. Link gibt es unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ja, liebe Freunde, ich möchte gerne euch heute zeigen, wie man diese Panzerglasfolie aufbringt. Und ja, würde ich sagen, wir starten einfach mal damit. Hierbei handelt es sich übrigens um eine Panzerglas-Hülle der Stärke 9H. Es geht wohl, glaube ich, bis 10, also von 1 bis 10. Also 1 ist so, da kann man mit dem Nagel dran rumkratzen. Und 9 ist wohl, also wirklich für, wenn man das Handy in der Tasche hat, mit den Schlüsseln oder Kleingeld. Oder man kann sogar mit dem Messer auf dem Display angeblich dran rumkratzen. Das würde ich jetzt natürlich nie probieren wollen. Aber das ist wohl wirklich, also diamantenhart, also diamantenfest sozusagen. Genau, liebe Freunde. Ja, das möchte ich jetzt gerne mit euch testen. Diese Panzerfolie aufzubringen, diese Panzerglasfolie, genau. Ja, so sieht's aus. Wir haben es 0:39 Uhr am 22. Dezember. Ich weiß nicht, ob man jetzt die leichten Beschädigungen sieht. Also so ganz, ganz leichte, feine Kratzer habe ich wirklich durch diesen feinen Staub. Ich glaube, man sieht es ganz schlecht. Man sieht nur meine ganzen Fettfolien, aber das ist so normal bei diesen, ja, bei diesen glatten Oberflächen. Und ja, liebe Freunde, da würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und bringen dieses Panzerglas auf. Dafür haben wir hier diese Hülle, also es ist wirklich ein richtig stabilen, so eine Pappe verpackt. So, da haben wir als erstes die Reinigungstücher, also das ist das Reinigungstuch und das ist das zum Trockenwischen. Dann haben wir diesen Dustabsorber, also zum Nachtupfen für die groben Staubkrümel. Und hier haben wir die Panzerglasfolie oder eigentlich ist es eine richtige Scheibe drin. Also eine richtige, ja, richtige Scheibe. Seht ihr schon? Gut. Okay, liebe Freunde. Jetzt wollen wir natürlich aber erstmal das Telefon reinigen. Denn bevor ihr die Folie aufbringt, müsst ihr das natürlich erstmal richtig reinigen. Dafür habe ich jetzt natürlich nochmal mein Brillenputztuch. Damit gehe ich nochmal kurz hier drüber, um nochmal erstmal das richtig glatt zu kriegen und richtig schön sauber. So, dann gehe ich als erstes mit diesen, ich glaube, das ist sogar ein Alkoholtuch, also so eine leichte Alkoholreinigung, drüber und reinige das komplett. Also löse die ganzen Fette und Verschmutzungen dort auf dem Display. Kann man das hier noch ein bisschen? Ja, das ist wirklich, das ist also wirklich sehr minimal gehalten. Aber gut, es soll ja wirklich nur zum Saubermachen sein. So, damit gehe ich richtig schön drüber. Ich kann vielleicht noch ein bisschen ranzoomen, dass ihr das besser seht. So. Okay, richtig schön hier drüber gehen, dass ich alles löse. So.
Das lege ich erstmal hier drauf. Und dann brauche ich natürlich das Tuch Nummer 2. Das ist jetzt zum Trockenwischen. Und auch nochmal ein bisschen zum Polieren. Also ich glaube, so lange, der Display war schon lange nicht mehr so sauber. So sieht das Ganze aus, kann ich euch mal zeigen. Das ist wirklich schön sauber wieder. Kein einziger Fettfinger mehr drauf. So, und jetzt machen wir natürlich noch, bevor wir die Folie drauf machen, also diese Panzerglasfolie, müssen wir vorher nochmal mit diesem Dustabsorber die wirklich großen Krümel, die jetzt hier noch drauf sind, ja, einfach runternehmen. Da macht man dann einfach so. Nimmt nochmal wirklich das Grobe alles runter. Dass man dann wirklich absolut keinen Dreck unter der Folie hat. Ja, ein bisschen was bleibt hängen. So, liebe Freunde, das hier ist zum Ausrichten übrigens, da kann man dann die Hülle so ankleben und kann das ausrichten, das kann man machen, wie man will, muss man nicht unbedingt benutzen, das reicht eigentlich. So, Freunde, das haben wir. Jetzt müssen wir nur hier oben, jetzt muss ich den Zoom wieder ein bisschen rausnehmen, dass ihr was seht, diese Schutz, wo ist es, wo war es, hier oben, genau, das entfernen. Jetzt nochmal so eine Zwischenfolie drüber und jetzt muss ich das Ganze nur hier aufbringen. Jetzt muss ich das natürlich schön ausrichten, muss ein bisschen aufpassen, dass ich das auch ordentlich ausrichte. Und so wie ich es gelesen habe, saugt sich das Ganze selber an. Oder sieht man das? Gehe ich vielleicht einfach nochmal hier mit dem Tuch drüber, vielleicht bringt es nochmal was. Dass das richtig fest saugt. Dieses Panzerglas. Ich gehe jetzt zwar nochmal mit dem nassen Lappen drüber, aber das ist mir jetzt gerade egal. So. Und jetzt gehe ich einfach nochmal mit dem trockenen Lappen hier drüber, also mit dem Tuch Nummer 2. Macht das nochmal alles schön trocken. Das ist das auch gleich nochmal sauber gemacht, ordentlich. Eigentlich dachte ich, man sieht das jetzt richtig, wie sich das ansaugt, aber das klebt einfach nur am Telefon fest. So, Leute. Das Ganze mache ich jetzt natürlich noch in die Hülle rein. Zack und zack. Jetzt mache ich natürlich noch den Test, ob auch der Touchscreen reagiert auf die Berührung. Genau, ihr habt das übrigens nochmal bei eBay. So sieht es aus. Wie gesagt, aber ich glaube, dieselbe Firma habe ich auf Amazon gefunden. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal nach. Ja, scheint zu funktionieren, liebe Freunde. Geht alles perfekt. Reagiert. Ja, das war's schon eigentlich. Also wirklich coole Sache, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das hält. Jetzt würde ich das natürlich gerne mit dem Messer hier probieren, hier drauf rumzukratzen. Aber ich traue mich nicht so richtig. Vielleicht probiere ich das einfach irgendwann einfach nochmal so. Oder ich gucke einfach mal, was die nächsten Tage bringt. Ich werde jetzt einfach mal einen Schlüssel einstecken haben mit dem Telefon. Ja, liebe Freunde, das war's zum Video zu diesem Panzerglas. Ich hoffe, ihr fandet das Video ganz interessant und vielleicht sagt ihr euch jetzt, sowas braucht ihr auch für euer Telefon. Dann schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung. Und ja, liebe Freunde, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir Fleisch in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns einfach dann wieder beim nächsten Video. Das nächste Video ist dann wieder ein Unboxing, versprochen. Okay, Freunde, das war's. Bis dahin, haut rein, euer Matze. Ciao, ciao.